Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten Acker Toto. Wir sind live im CK, der jetzt vor ein paar Sekunden begonnen hat. Und ich wollte mir mal die Gegnerbases anschauen, die ich mit meinen 9er Chars machen muss. Ich bespiele, das wisst ihr, hier unten noch zwei 9er. Das ist der Alex und der Donnerbengel, 16, 17. Die gucken wir uns mal eben an, was wir hier machen können. Und ich denke mal, die kriegen wir live auch rein. Okay, das ist so eine Base, das ist früher relativ schwer gewesen, heute ist das nicht mehr so schwer. Ich denke mal, hier geht ein guter direkter Laloon drauf, Queen ist hier außen und Clanburg ist zu locken. Das ist also relativ easy und die Lars sind auch noch nicht so hoch. Wenn ich also über diese beiden Lars mit vielen, vielen Hunden komme und vielen Loons, dann könnte das was werden. Hier hinten die Queen, denke ich mal, lenken wir dementsprechend mit einem Skelettzauber oder so ab. Und wir schauen uns mal die 17 an. Die 17 ist noch nicht so stark, hat also die Def noch nicht so hoch. Und auch hier würde ich fast sagen, wenn wir uns die Truppen anschauen, dass wir minimal die Queen mit erwischen, die Clanburg mit erwischen und vielleicht noch eine La. Richtig schön wäre natürlich da hinten, muss ich sagen, die beiden Feger auch noch, dann könnten wir auch hier einen Golaloon machen. Weiß ich aber noch nicht. Hier geht vielleicht auch ein bisschen was mit Hox oder vielleicht auch mit dem Hackerwalk. Das sehen wir dann. Und ich schalte immer mal wieder rein, wenn hier live ein Angriff ist. Ich hoffe, das Ganze kommt auch noch laut genug rüber, weil ich kann jetzt nicht mehr so laut sprechen. Muss also meine Stimme dann etwas verlautern. Und dann würde ich sagen, wir warten eben mal. Ich baue immer mal wieder so ein paar Spendentruppen nach, weil ich ja so ein Netter bin. Die nehme ich mal jetzt nicht. Ich nehme mal jetzt gerade ein paar Bowler. Ich glaube, Bowler werden gleich angefragt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier immer mal wieder ein bisschen was reinbekommen. Ich meine nicht reinbekommen in dem Sinne, ihr wisst schon, was ich meine. Einen Angriff vor die Linse. Und da haben wir den ersten Angriff des Abends hier live. Das ist der Mustango. Er hat es auch schon angedroht bzw. angekündigt. Das Ganze muss ja ein bisschen koordiniert werden. Und so wie ich das sehe, lockt er jetzt erstmal die Clanburg mit seinen Worten und seiner Bogenschützenkönigin. Giftet schön die Truppen. Ich denke mal, das ist jetzt diesmal überhaupt kein Thema. Auch der Drachen wird nicht so viel spucken, auch wenn er jetzt ein bisschen mehr ausspuckt. Aber das sah schon mal gut aus. Die Queen geht jetzt in Rage mit dem Warden zusammen. Ich hoffe, dass die Queen auch hochgeheilt wird. Ja, das wird sie. Okay, weil manchmal, da switchen die Heiler ja auf genau das, was eigentlich im Moment keinen Schaden macht. Jetzt wollen wir nur... Ah, schade. Da sollte die Queen bestimmt reingehen. Das hat sie jetzt leider nicht getan. Doch, jetzt geht sie wieder zurück. Oh, 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 das ist sicherlich so gewollt von ihm. Kurz die Gegner-Queen erledigt und jetzt schon mal die ersten Devs hier. Da kommt er schon mal richtig weit rein hier. Jo, das sieht gut aus. Da ist er sicherlich auch zufrieden mit dem Angriff und zumindest mit dem Beginn, weil der Funnel hier klappt ja, so wie ich das jetzt sehe, richtig gut. Kommt jetzt hier links mit dem Sprung rein. Bowler hinterher, um den Funnel noch ein bisschen auszuweiten. Und dann sieht das erstmal gut aus für seine Truppe, da ich so ein bisschen ja seine Taktik mittlerweile auch kenne. Hexen, Bowler hinterher, King voll im Getümmel drin, tankt hier super und schon mal den zweiten Sprung gesetzt, nämlich in die Mitte. Jetzt ist erstmal der X-Bogen dran und da leben, oh, da leben ja richtig viele Truppen. Jetzt fängt der Adler natürlich an zu schießen. Kurz mal die... Nein, was macht er denn jetzt? Oh, die laufen alle nach außen. Hallo. Oh, machst du nur 3 Stück rein? Okay, 4 Stück gehen rein. Ja, 4 Stück gehen auch rein. Aber mal gucken, was er mit dem macht. Er muss jetzt zerfriesen. Er muss friesen, damit er das Rathaus erwischt. Sonst wird das eine ganz schwierige Geschichte. Aber das sieht gut aus. Rathaus hat noch ein paar Heal Points.
Oh nee, das packen die nicht. Oh, doch, er packt es. Oh, Alter, war das knapp. Donnerwetter, das ist ja genau ein Angriff nach Maß hier. Live auf die Nummer 1. Muss ich sagen, Alter, war das knapp. Meine Herren, ey. Ja, da kannst du gleich einen Pilz drauf trinken, Alter. Der war richtig gut. Aber der Angriff ist noch nicht vorbei. 22 Sekunden noch. Da gehen noch ein paar Prozent. Ich denke mal, ganz wird das in den 17, 16, 15 Sekunden nicht mehr werden. Aber er zündet jetzt schon mal die Queen. Und oh, war das, meine Herren, war das knapp. Also, Hammer. Da muss ich jetzt auch gleich erstmal einen schönen Schluck drauf trinken. Und oh, 90%. Das ist natürlich echt krass. Dauermasse, muss ich sagen. Super Angriff. Diesmal 1 auf die 1, also Hammer AG. Und das muss man auch mal schreiben. Aber meine Herren, Donnerwetter, 90%. Das ist echt mal nice. Der Gegner greift auch schon so ein bisschen an. Hat auch schon so ein bisschen Sterne geholt hier oben. Sehen wir gerade, ich habe einen Angriff natürlich jetzt verpasst. Kommen ja so ein bisschen in die Abendstunden und aber ich sehe, oh, wir kriegen live den Hocke mit rein. Das ist natürlich klasse, dass wir den Hocke hier mit reinbekommen. Unser Anführer hier mit seinem Rathaus 11. Mal schauen, wie und was er sich auf diese Base hier gedacht hat. Da gucken wir mal, das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie das Konstrukt jetzt von Master, aber ich glaube, Hocke hat damit noch nicht so viel angegriffen. Ah, nee, er nimmt seine Bola in Heilung. Das ist ihm wahrscheinlich an der Stelle etwas lieber. Nimmt jetzt noch Bola in die Mitte. Ja, und mal gucken, ob der Funnel auch da so gut gelingt wie bei Mast eben. Er friest den Warden. Immerhin ist er jetzt 8 Sekunden außer Betrieb. Und mal schauen, wie der Funnel hier weitergeht. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt kriegen natürlich hier genau diese Bowler hier den Beschuss. Das ist ein bisschen schade, aber sie sind noch in Heilung. Da kommen noch welche nach, denn der Adler macht ja Flächenschaden und das tut den Truppen natürlich besonders weh. Aber er kommt jetzt mit Walküren und die gehen auch schnurstracks gerade rein. Da ist natürlich noch ein bisschen Def drin in der Mitte. Mal schauen, ob er das Rathaus hier erwischt. Das sieht gut aus. Er hat Rathaus 50%. Jawohl, auf RH11, RH11 auf RH11. Das ist ja noch bei uns ein Knackpunkt, aber das waren jetzt zwei richtig gute Angriffe, die wir hier drin haben. Only RH11. Jo, sauber. Super Sache. Und so kriegen wir hier die Folge doch noch gut gefüllt mit wirklich guten Angriffen. Mal schauen, ob ich meine noch live reinkriege. Ansonsten zeige ich euch die natürlich in den Wiederholungen. Aber das waren schon mal zwei richtig krasse Angriffe. Und von den War Events, wir sehen es hier, 99%. Der Gegner hat auch ein bisschen Pech, muss ich sagen. Das tut einem natürlich auch ein bisschen in der Seele weh. 98%, 91%. Ich kann das selber nachfühlen, wie blöde das ist, um 1 oder um 2% hier die Bases nicht zu schaffen. Aber ich denke mal, das wird trotzdem noch ein fairer und spannender Clankrieg. Und ich bleibe einfach mal dran. Oh, ich will ja hier nichts verpassen und auch den Luki zeigen, denn der Luki hat bei mir heute noch geübt. Mal gucken, ob wir noch was mitkriegen. Ah, schade, wir kriegen nichts mehr mit. 49%. Mal sehen, ob er da noch irgendwo ein Prozent rauskitzelt, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Da bin ich jetzt ein bisschen zu spät gekommen. Das tut mir leid, Lukas. Und es tut mir auch leid um die Prozente hier. Das wird leider nichts mehr. Da kann ich rausgehen. Das war nichts. Okay, wir haben einen Angriff von Ragnar live drin. Ragnar mit seiner berüchtigten Heiler- und Riesenarmee kommt hier also bei der 18, denke ich mal, gut rein. Die Def ist ja noch nicht ganz max. Vielleicht wäre man mit Luftgruppen hier besser bedient, aber
wir sehen hier, ja, so ein Drache, der macht jetzt schon ein bisschen mehr Schaden. Das sieht man auch, der lebt gleich viel, viel länger. Aber er kommt hier richtig gut in die Base rein mit dem Boland, schickt hier jetzt von rechts die Hawks rein. Und mal schauen, ob die Hawks hier in irgendwelche Fallen noch tappen. Der Gift war natürlich wirklich gut. Und weil jetzt gleich noch der Bombentower hochgeht als na, fast Riesenbombe. Aber das sieht gut aus. Und die Riesen tanken jetzt in der Mitte nicht mehr wirklich. Aber ja, nee, jetzt doch nicht. Aber das wird trotzdem ein sauberer 3-Stern. Beide Helden noch zündbar. Die Helden machen in der Mitte gleich jetzt schon das Rathaus. Und ja, super 3 Sterne. Keine Frage, da ist die Doppelbombe. Aber das muss man sich mal überlegen. Die Doppelbombe hat gerade so diesen einen Hock noch geschafft. Und die Hocks haben ja jetzt etwas mehr Healpoints. Das hat man gesehen. Also Hockreiler-Angriffe, glaube ich, sehen wir hier im RH9-Bereich wieder des Öfteren, denn die sind ja dank ihrer vielen mehr oder dafür, dass sie etwas mehr Healpoints haben, können sie ein bisschen mehr ab. Das heißt also noch unempfindlicher gegen Bomben und Doppelbomben und auch natürlich gegen Dev-Gebäude. Und ja, schöne 3 Sterne hier. Sauber. Von RH9 auf RH9 komplett gegenüber. Wir überlegen im Moment eine etwas andere Taktik teilweise, aber in dem Clankrieg passt, glaube ich, noch gegenüber. Und schöne 3 Sterne hier. Wunderbar. So passt das. So liebe ich hier die Folgen. Und ich denke mal, so liebt ihr auch hier die Folgen, wenn ich euch CK-Angriffe zeigen mit verschiedenen Taktiken und natürlich 3 Sternen. Es werden nicht immer 3 Sterne. Ich werde auch 2-Sterne-Angriffe zeigen. Habe ich auch bei den Elber waren 2 Sterne, aber es waren 2 richtig krasse Sterne. Und mal schauen, was ich noch heute Nacht vor die Linse bekomme. So, ich greife jetzt gleich mit meinem RH9-Account an und mein Ziel ist es eigentlich, diese La zu schaffen hier und diese beiden Feger plus Clan-Truppe plus Queen. Das muss mir einfach hier gelingen, sonst ist der Angriff für die Tonne. Da gucken wir mal und je nachdem, wie ich diese beiden Feger hier schaffe, komme ich entweder mit den Loons über diese Ecke hier oder ich komme mit den Loons über diese Ecke. Das weiß ich noch nicht, aber ihr werdet das jetzt live sehen. Ich gehe nämlich jetzt in den Angriff rein. Es könnte also etwas leiser werden, während ich angreife. Und dann gucken wir mal, wie mir das Ganze gelingt. Ich werde das Ganze jetzt starten und schneide das einfach hier mal live mit. So, dann gucken wir mal, wie wir uns das gedacht haben. Ich denke, wir kommen hier mit den beiden Golems und schauen mal, dass hier einiges an Dev auf uns ballert. Mal gucken, ob wir die Mauerbrecher hier jetzt durchbekommen und dann Helden hinterher. Ich denke mal, das Lager muss es noch werden. Jetzt muss ich auch schon ein bisschen giften, weil ich habe nur ein Gift dabei, muss den Ink zünden, muss jetzt ein bisschen durchheilen, einmal meine Truppen, aber das sieht ganz gut aus und dann können wir hier die Loons schon reinlassen. Da gucken wir mal, wie das jetzt klappt. Hier einmal ein bisschen mehr Speed auf die Loons und mal schauen, wie die jetzt laufen beziehungsweise wie die jetzt fliegen. Aber das sieht noch ganz gut aus. Wir bringen die ganzen jetzt mal so ein bisschen in Ballung und ja, das sieht noch gut aus. Der Hund hinten ist noch an der La. Das ist in Ordnung. Und dann schauen wir mal, dass wir hinten die letzte La noch down kriegen. Die Kanone links bzw. rechts stört uns jetzt nicht wirklich. Wir können jetzt eigentlich auch schon unsere Königin zünden. Haben den Hund noch über und haben jetzt reichlich Cleanup-Truppen hier. Das war ein guter Golaloon, denke ich mal, mit dem RH9 hier. Und jetzt müssen wir den King noch machen. Ja, da gibt es noch eine Riesenbombe, okay. Aber ich denke mal, mit Cleanup ist das hier easy gemacht. Locker 3 Sterne. Und dann gucke ich mal, dass ich mit dem zweiten RH9 auch noch einen Live-Angriff rankriege. Dann soll es doch das auch von dieser Nacht gewesen sein. Es ist auch jetzt schon wirklich spät. Der CK hat spät angefangen.
Und das sieht aber gut aus, 3 Sterne, wunderbar. Das haben wir sauber drin, muss ich sagen. Ich muss jetzt hier auch einmal switchen. Am Tablet habe ich nämlich schon geswitcht. Ihr wisst, ich nehme immer am Tablet auf, nehme aber über eine PC-Software dann letztendlich die Live-Angriffe auf, weil ich sie nur dort mache. Und dann sehen wir uns gleich bei meinem zweiten Angriff wieder. Wenn man vom Teufel spricht, dann ist er auch schon da und der Teufel ist Jere. Jere versucht sich hier auf einen Rathaus Level 11. Ich hatte ihm eigentlich angeboten, dass wir das sicherlich regeln können, aber ich weiß, Jere ist mittlerweile ein echter Warrior und stellt sich der Herausforderung. Letztendlich hätte natürlich diesen Angriff auch ein RH11 machen können, aber er kommt ganz gut rein. Hat die Clanburg-Truppen geschafft und jetzt gucken wir mal, der Gegner hat auch noch nicht alles auf Max, sehe ich gerade. Da geht also noch was, aber jetzt wird es schon ein bisschen eng. Mal schauen, ob die Walküren jetzt den Weg in die Mitte nehmen, aber ich denke mal, ja doch, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das sieht super aus. Da gehen die in Wut einmal da durch, mal schauen, ob die das Rathaus mit ihren Kreisel erwischen. Sauber. Hundertprozentig. So ist das super. Jetzt brauchen wir nur noch die 50% und dann hat der Jere hier sein RH10 soll erfüllt, was ich ja die ganze Zeit nicht erfülle. 47%, da geht sicherlich noch was. Er kann die Queen leider nicht mehr zünden. Sie ist jetzt schon im Fokus des Adlers, aber wunderbar. Hammer. Punktlandung 50%. Besser kann diese Nacht gar nicht abschließen. Also wirklich, wirklich super Angriff von Jere. Er hatte erst gesagt, scheiße, dass ich einen RH11 habe. Natürlich ist es immer kacke, aber das hat er hier richtig gut gelöst und da bin ich sowas von zufrieden, dass das so gelaufen ist. Also besser geht es wirklich nicht. Ein RH10 auf einen RH11 mit 2 Sternen, das ist genau das, was wir uns eigentlich wünschen, dass unsere RH11 nach unten gehen können, unsere RH10 auch weiter nach unten gehen können, um dort unter Umständen 9er oder 10er Lückenschuss schließen. Super, das klappt richtig gut hier. Okay, mein zweiter Live-Angriff steht an und zwar auf die Nummer 16 hatte ich mir gedacht. Das heißt also, das ist der, oh Mann, Entschuldigung, das ist der direkte Gegenüber von Account Alex und ich hatte mir gedacht, dass ich hier eigentlich mit einem Lalun reinkomme, denn die Clanburg ist lockbar, die locke ich auch mit einem Hockrider, aber ich habe so ein bisschen Probleme dann irgendwie die Truppen hier so ein bisschen hier hinten bei der Flamme hier in die Ecke zu bekommen. Ich nutze einfach mal 2 Barbaren, dass sie hier ein bisschen weiterhin fliegen und gucke mal, dass ich die giften kann. Danach wollte ich dann auf dieser Höhe hier dieses Lagers einen Riesen schicken. Dieser Riese soll eigentlich nur diese beiden Bogenschützentürme ablenken, denn danach komme ich hier mit meinen restlichen Truppen über diese Lars hier rein und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Ich bleibe mal auf der Base und mal schauen, ob das klappt. Es kann sein, dass ich wieder etwas leiser rüberkomme, weil dies ein Live-Angriff ist und deswegen muss ich mich etwas konzentrieren. Ich habe die Truppen beisammen. Wir gucken mal. Dicker Attack. Ich habe alles zusammen. Und schau mal, dass ich den Angriff hier mache. Wir gucken mal, ob er jetzt live erscheint. Jawohl, da oben scheint Watch Live. Dann machen wir das mal, wie wir uns das gedacht haben. Wir gucken eigentlich hier mal, dass wir die Truppen so ein bisschen mehr in die Ecke bekommen. Und dann auch unter Umständen giften können. Da haue ich nämlich ein Doppelgift drauf. Und was ich noch drauf haue, ich haue noch einen kleinen Drachen mit drauf. Das ist sicherlich nicht schlecht an der Stelle. Muss meine Queen jetzt allerdings zünden. Und wie schon besprochen, ich schicke hier meinen Riesen und ziehe jetzt hier mit meinen Hunden einmal durch. Und schaue mal, dass ich jetzt hier richtig Speed in diese Base kriege. Da gucken wir mal. Da muss ich jetzt wahrscheinlich hier schon so ein paar Loons noch setzen. Die ziehen noch ganz gut durch jetzt.
Jawohl, das sieht noch ganz gut aus. Auf der anderen Seite sieht es natürlich scheiße aus, aber fliegen ja auch noch rüber. Also da habe ich jetzt keine Not, dass die das nicht schaffen. Queen schaffen wir irgendwie. Und zwar hauen wir hier jetzt den King mit rein. Dann muss der irgendwo die Queen mitmachen oder aber die Lava-Puppies machen das. So, letzter Wut kommt jetzt hier. Mal schauen, ob wir die Queen irgendwo packen. Müsste irgendwie in der Dev passieren oder es muss mit den Hunden passieren oder mit dem König. Da gucken wir mal. Das sieht aber noch ganz gut aus. Da hinten, oh, jetzt wird es ein bisschen eng. Da haben wir noch richtig viel Flächenschaden, aber mein King macht hoffentlich die Queen. Oh nein, mein King schafft die Queen leider, denke ich mal, nicht. Ah, weil der nicht durch die Mauer kommt. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Ja, mein Gott, das wird nur ein Stern. Da kann ich jetzt nichts dran reißen. Das war ein guter Plan, aber schlecht umgesetzt. Macht aber nichts. Wir haben noch genug Angriffe da unten. Ich denke mal, das war, denke ich mal, so wird diese Base machbar sein. Und die ist nicht wirklich stark. Meine Loons sind halt scheiße geflogen, weil die alle auf einer Seite waren und sich nicht ein bisschen geteilt haben. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ein Stern. Kann man nichts machen. Life is life. So ist das Leben. No risk, no fun, sage ich auch immer. Und ich habe hier alles riskiert mit dem RH9-Account. Und denke, dass ich hiermit jetzt die Nacht auch endlich abschließen kann. Da kann man nichts machen. War gut gedacht, aber nicht gut umgesetzt. Ist nicht so tragisch. Bis morgen. Da zeige ich euch die anderen Kämpfe, denke ich mal. Und vielleicht gibt es auch noch ein paar schöne Gegnerangriffe, die ich unter Umständen zeigen kann. Das muss ich aber erst abklären. Denn bei den deutschen Clans hole ich mir gerne das Einverständnis. Aber das sehen wir dann. Bis dahin, euer Toto. Flasht.